So, hallo Leute und willkommen zu einem Server-Vorstellung zu etwa, ich weiß nicht, was ich sage. Zuerst einmal, mein Texturepack ist zurückgeschrumpft worden. Außerdem habe ich das englische Sprachpaket auf Deutsch umgeändert. Außerdem habe ich auch die Sounds umgeändert, aber die wollten einfach nicht. Die Sounds blieben gleich, obwohl es sich jetzt wie ein Legend of Zelda anfühlt. So. Hier aus dem ein paar... aus und die Vikulti einfach normal hart friedlich einfach Videoeinstellungen Grafiken schnell Render Distance Mario Todd Wurmi Luigi. Ja, falls ihr wisst, was es bedeutet, Mario ist normal, Todd ist klein, Wurmi ist sehr klein und Luigi ist weit. Smooth Lightning Maximum Performance Balanced aus 4.5. Sonst noch irgendetwas dunkel, hell, Wolken, Partikel, alle, Servertexturen an, Fullscreen, Sprache habe ich ja jetzt. Was gab es denn sonst noch? Kontrollen, angreifen, Item benutzen, vorwärts, keine Ahnung weshalb, aber das geht dort aus irgendeinem Grund nicht. Links zurück geht auch nicht aus irgendeinem Grund. Rechts springen, schleichen, fallen, Inventar, Chat, Spielerliste, Block wählen, Cheat, Armor, GUI, das ist was anderes, Reposition, Mob-Portrait, Rucksack öffnen, Open Worlds, Multiplayer-Einstellung, Chat, Zeigfarben an, Weblinks, Opacity. Das meiste habe ich selbst ja leider übersetzen müssen. So, ja, mal sehen, wie es bei den Folgen steht. Inventar öffnen, Holz halten. Werkbank hergestellt. Stelle eine Holzhacke her. Habe... Ich habe das Tee vergessen. Kuchen. Frisches Brot. Holzschwert. Kuhkiller. Schweine können fliegen, wohl nicht. Mobkiller. Sniper-Duell. Ja, fürs meiste war ich auch zu faul. Doktorfisch. 1 Kilometer voller Langeweile. Silberbarren. Ihr Mann! Okay, danke, Chocobo. Harry Potter! It's our 9000! Lahme Bücher. Ich verstehe nicht, weshalb das Ü und Ä dort nicht geht. Auf zum Nether! Tat's weh? Hoffentlich! Autsch! Heiß! Heiß! Das Scharfheiß geht auch nicht. Tränke braucht... Autsch! Heiß! Heiß! Das nächste Ding. Das Ende beginnt. Lebe wohl, Greg! Twilight Forest. Kehren wir zu Twilight Forest hin. Twilight Hunter. Ah. Mal sehen. Zwielichtjäger. Mit Feuer. Mit dem Feuerschrei. Ich kann meilenweit sehen. Lichtjäger. Nagerjäger. Nagerrüsterer. Zeptermeister. Twilight Erscheinung. Twilight Portal. Medium Hill, New York. Defeat a no unique monster in the medium hollow. Falling Meteors? Hä? Not of this world. Nice! Okay, zurück dazu. Dies ist Michis Server von Jacopo. Wir wissen alle, dass du da bist und gerne angeschaut werden willst, aber ich habe keine Zeit für dich. Jedenfalls, dass der Server von Michi, ein anderer sozusagen, für Version 1.5.2, und zwar ein Hexit-Server hier schon aus dem Sinn von all den Mods, die ich hier besitze, aus dem Legend of Zelda Gras. Jedenfalls, ja, wie soll ich das sagen? Hier kann man einfach gegeneinander, fast normal wie bei Michis anderen Server, also mit Server, bis er... Warte eine Sekunde. Die habe ich nicht hingepflanzt. Oh je. Irgendjemand war hier. Naja. Silbergroßschwert funktioniert sogar. Was heißt denn? Schon? Ich glaube, der Typ war immer... Hier gewesen ist, aber Sachen gestohlen.
bin wie jede andere Hexenzauber sozusagen. Es gibt auch manchmal anscheinend, dass man den Städten bzw. Dörfer Krieg erklärt. Und dadurch muss man dann auch anscheinend gegeneinander kämpfen. Oder sie können ausrauben, gegeneinander kämpfen und so. Das ist vollkommen egal. So ist halt eben der Krieg bei Hexe, jedenfalls bei mich, denke ich. Ob es bei jedem so ist, habe ich keine Ahnung. Naja, das war knapp. Ja, dann mache ich mal einen kleinen Let's Play davon, weil ich nichts anderes hier zu tun habe. Außer vielleicht besser übersetzen, verdammt. Warum immer ich? Falls euch wundert, weshalb ich den Job Butera genannt habe. Erstens habe ich den Namen von Bartz, seinem Joko, vergessen und zweitens ist er weiblich. Also, bam. Das habe ich nicht erwartet. Ja. Was gibt's denn? Männchen. Okay. Ich habe nicht erwartet, dass das Spring jetzt nicht so schön. Naja. Ich wünschte, ich hätte Wolken. Bisher kann ich eigentlich damit nicht wirklich viel gemacht eigentlich, bis auf meinen Unterschlupf gesucht und ja, der Turm war noch, war schon zum, drei Etagen sind schon, bis zur dritten Etage ist alles in die Luft gejagt worden, 3, 2 und 1 haben überlebt, naja, obwohl dritter Stock, nicht so sehr, stimmt. Seltsam, dass der Sound sich nicht geändert hat. Ich werde es erneut versuchen. Außerdem, dieser ist jetzt von meinem Bruder MC sein Haus. Da wohnt außerdem die Trophäe vom Urgeist. Er hat mit 4 Schlägen oder so vernichtet. Unglaublich, aber wahr. Voll enchanted. Herein. Ich um mein Deutsch. Oh, Kreaturen der Dunkelheit. Diamantschwert, Silberschwert, Silberschwert, obwohl das eher ein Masterschwert ist. Oh, ich muss aufpassen. Und hier ebenfalls aufpassen. Who is there? Ich warne dich, wer auch immer da ist. Ich werde mich nicht zurückhalten. Zitter, zitter, zitter. Was ist da drüben? Das ist nur Spinne. Ich erschrecke so leicht. Was ist denn mit dem Typen los? So, mal sehen, was es hier im Twilight Forest im Hexit alles gibt. Obwohl ich wirklich nutzlose Ausrüstung dabei habe. Ich kann nur Erze abbauen. Aber leider nicht das da. Nein, das ist Gravel. Was ist dieses Gravel-Erz? Seltsam. Kanobi-Tree. Oh, die haben ja auch hier im Twilight Forest so etwas. Wildschweine. Ha! Die bescheuertste Stelle, um gespawnt zu werden. Ich hatte eine freiere Stelle bei 1.4.7. Naja. So ist halt eben. Ja, ich habe nur einen großen Wald vor mir. Und den gehe ich lieber. Keine Lust, mich jetzt zu verletzen. Wegen so etwas. Oha, Zombie. Stimmt.
gleich. Und ein bisschen über. Mann, Hexit ist einfach das Beste, sage ich mal. Obwohl ich vermisse Tropicraft. Ich will Tropicraft. Naja, was soll's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Ich bin schon wieder hier beim Anfang gelandet. Naja. Ich will gerne über die Bäume hoch. Ich habe keine Lust. Zitter, zitter. Von irgendwelchen komischen Kreaturen angegriffen zu werden. Ich hätte Holz. Aus dem Mad Skin funktioniert. Ich habe endlich das Premium-Account. Aber der Meteoritenhelm muss so sein, sollte man. Schau, Chocobo Disguise Boots. Verdammt, wenn ich diesen Nebelwolf nur ansehe, kommt mir wieder das Gruseln zurück. Naja, selbst schuld. Schreck lassen. Okidoki, jetzt bin ich besser dran. Über den Bäumen und ich kann diesen blöden Scheißdreck nicht abbauen. Warum dauert das so verflucht lange? Also das nenne ich mal einen großen... einen großen Wald. Warte mal eine Sekunde. Wasser? Ernsthaft? Na, das ist mal seltsam. Ich hoffe, dass mir hier oben nichts passieren wird, sonst sehe ich halt eben mein Meisterschwert. Eisgebiet. Ja, sieht schon viel, viel besser aus. Ich liebe Eis im Gegensatz zu... im Gegensatz zu Wald. Dankeschön. Oder auch sehr, dass du dich updatest. Geiselgreens. Okay, euch tue ich in meinen Rucksack hinein. Irgendwelche Zombies oder so, die mich erschrecken wollen? Nein? Keiner? Naja, gut für mich. Videoschnitte. Was soll's, Fraps? Ich frage mich, was ich Recon schiebe. Was soll denn das? Habe ich da nicht gerade seltsam? Just my imagination, baby. Bin ich endlich hier raus aus dem Wald? Ich habe keine Lust mehr länger in den Wald zu verbringen. Das war mal eine miese Selbervorstellung, würde ich sagen. Ich bin wohl einfach nicht gut genug darin. Das sind Wildtiere. Oder wie auf Deutsch heißen. Wildbohren. Oder Wildschwein. Naja, mal nachgeschaut. Hallo? Ist das Spiel gerade gecrashed? Nein, ist es nicht. Es hat verdammt geleckt. Und ich glaube, ich weiß weshalb. Ja, lass mich raten. Gleich fängt es an zu speichern. Oh, was sind denn das für schöne... Aha, Pilze. Was sind diese grünen? Das muss irgendwas... Verdammt, ich will hier weg, aber ich habe keinen magischen Spiegel zur Hand. Wie sehr man sich doch nur wünschen tät, jetzt Link zu sein. Ich arme Wurmi. Okay. Das sieht so normal aus. Das war jetzt sarkastisch gemeint. Hör auf zu laggen. Nein. Ich hab gesagt, hör auf. Hilfe. Und ich kann sie leider nicht zähmen. Ich habe keine Knochen dabei. Mist, aber auch nicht. Was ist denn mit dem Typen los? Join und noch. Auch zu laggen.
Okay. Was sagt man dazu? Hexit-Server und so? Na, was das Lagen betrifft, das ist echt hoch. Ja, weitere Gießer Queens. Du bist tot. Und du auch. Ha! Ich geht's nicht mehr. Und rein mit dir. Außerdem mein Meteoritenhelm macht das. Den habe ich von Piraten erhalten. Hey, Legend of Zelda Gras und hallo Herz, das ich nicht brauche. Okay, du kannst jetzt... Entweder speichert das Spiel jetzt oder der Lag ist normal. Was aber irgendwie abnormal wäre. Oh mein Gott. Weshalb halte ich plötzlich all diese Items? Das ist so verdächtig. Verdächtig, unheimlich, verdammt nochmal. Pilze, 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 aber keine Hexenfestung da. Ernsthaft, bitte hör auf damit, ich flehe dich an, Spiel. Hör auf zu laggen. Das ist mir bisher noch niemals passiert. Okay, ich halte schon wieder Item. Aber jetzt ignoriere ich das erstmal. Hör auf, habe ich gesagt. Was verstehst du unter dem Wort hör auf nicht, hm? Na, Heiki, so was. What the fuck was that? Solange die Vögel da sind, habe ich halt nicht keinen Schiss. Mhm. Hey, guys, so Queens. Und schon wieder lag. Sag mir mal irgendjemand bitte, weshalb es bei mir laggt. Hm, mein PC ist gut genug für alles. Okay, was ist... Oh, ich fliege. Okay. Diese Stalagmiten kommen von Höhlen. Weshalb sie außerhalb von Höhlen sind, kapiere ich auch nicht. Oh nun ja, was soll's. Hm. Also für jetzt wird es noch Spaß machen, bis er den Mod... Ach, hör auf zu laggen, habe ich gesagt. Bis er den Mod wieder, bis er alles von seinem alten Server wieder zurückholt. Besser gesagt, den alten Server benutzt. Ich um meine Erklärungen. Steamboot ist daran schuld, dieser Mistkerl. Hm, hat gesagt, dass da unten irgendwas sich befindet. Oh, großartig. Evil Chicken. Ich vertraue euch nicht. Soll sich besseres Internet holen, basta. Hm, warum nicht? Ich könnte ein paar Rubi... Ah. Weshalb wohl? Hm. Vielleicht sollte sich ja besseres Internet holen. Entschuldige, dass ich mich dauernd wiederhole. Aber das nervt jetzt. Langsam, ernsthaft. Der Typ soll sich besseres Internet holen. Ende der Geschichte. Oh, dieser... Ich hab wirklich nicht... Was ist dieses rote Gebiet dort? Das wird... You gotta be fucking kidding me! Ja, geht doch! Wieder normal! Wie lange wohl, hm? Als ob ich mit so einem laggy Game... Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Ah, tut das weh? Lauf! Der Typ soll sich besseres Internet holen. What the fuck war das gerade? Okay, ich verschwinde von hier. Mit dem Laggy Game kann ich auf keinen Fall gegen was auch immer da vorne ist, ankämpfen. Jetzt steht dort wieder ganzes Internet voll.
Hey Schafe, lass die Geist und Queens in Ruhe oder ihr seid Geschichte. Entschuldige. Schafböcke meine ich. Sie hat selbst Schuld. Wer den nicht hören will, der muss fühlen. Her mit den Geist und Queens. Mitten von der Chocobos. Noch ein bisschen von meiner Silberspitzhacke übrig und ich freue mich schon wieder, dass ich es bemerke. Nehmen wir mich irgendwie versuchen, das Sparkwerk, verdammt, jetzt habe ich es wirklich vergessen, das Sounds umzuändern im Spiel, und zwar zu 100%, da die alten Sounds lahm sind. Ich gehe lieber nach Hause, ich habe keine Lust zu verlegen. Sein Internet wohl wieder? Ja, sieht so aus, als ob sein Internet wieder gut wäre. Mal sehen, was ich sonst hier noch finden kann. Twilight Forest, der... Okay, ich nehme jetzt an, dass er daran nicht schuld war. Sondern, dass das Scraps schuld waren. So, her mit euch. Chocobos züchten, Chocobos züchten. Und versucht Redstone hier. You gotta be fucking kidding me, ernsthaft. Dankeschön, dass du endlich funktionierst, Freund. Du wirst jetzt zerstört. So. Schlechtes Gefühl, was das betrifft. Ist das ein Turm gewesen? Ja, ein Turm war es mal, zum Glück nur. Jetzt habe ich schon gedacht, wieder eine Falle wie Stonehenge. Ja, nur eine Krähe. So leicht erschrecken. Typisch Wurmi. Nichts. Pinke Wolle, warum nicht? Hallo? Bis gleich, Leute. Tja, und am Schluss keine Verbindung zum Server. Keine Ahnung weshalb, ernsthaft nicht. Naja, was soll's. Jetzt kann ich ein bisschen noch von dem Sprachpaket hier zeigen, denke ich mal. Da habe ich alles gezeigt, soweit ich weiß. Ja, habe ich. Sensitivität, so nicht der Hedgehog. Ja, ich zeig mal die Mods, was Hexe dabei hat. Seht sie euch an. Ich habe keine Ahnung, was diese Mods alles sind. Die meisten jedenfalls. Und was meinst du damit? Naja. Egal. Asgard Schildmod. Nether Ender. Diese Rüstungen. Cool. Better Storage Mod. Ja, die absolut nichts bringen, soweit ich gehört habe. Zing.
hier der Rucksack-Mod. Mein Lieblingsmod, den es gibt. Ha, ja. Mein Favorit. Bessere Dungeon, den habe ich probiert und bei mir funktioniert der nicht bei 1.6.4. 2, entschuldigt. Bibliocraft Buff Bar, what? Chest Transporter? Aha, dimensionale Türen. Enchanting Plus. Da kann man selbst entscheiden, was man haben will. Extra Biome. Hexit-Ausrüstung. Spezielle Hexit-Ausrüstung. Infernal Mobs, hä? Ah, Infernal Mobs, das macht das Kämpfen mehr wie in Diablo. Was auch immer das für ein... Ja, mein Favorit-Mod. Und wo ist Maustwix? Fallende Meteoriten. Tja, ich habe aber noch keine mehr Bögen. Oh. Natura, Natura, Not Enough Items Plugin. Buildcraft, bla bla bla. Obsidian Pressure Plates. Oflon? Ja. Hottenflash zu Leder, Ruin Spawning Mod, geheime Räume Mod, Seelensplitter, Twilight Forest, wilde Höhlen 3, Torochimas Chocobo Craft. Hey, das hat er aus Chocobo DS. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wie es hieß. Oder ganz hieß. Naja. Jedenfalls ist der Mod cool. Sehr. Das war's. Ich bin jetzt mal wieder dran, dabei, Sounds hineinzubekommen von Legend of Zelda, was es bei mir aber nicht will. Naja, ciao.